Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Ereignisreiche Zeit, kann man sagen. Es sind Ferien, 14 Stunden am Tag betreiben wir den Flughafen mit viel Ärger, viel Freude und so weiter. Wir haben auf meinem Blog gefragt, was wären denn die Fragen, die ihr mir stellen würdet? Und die werden wir heute mal beantworten. Ich glaube, am meisten genervt war ich sozusagen von mir selbst, denn ich hatte jeden Tag den Wunsch, der Tag müsste eigentlich 40 bis 50 Stunden haben und wir müssen ganz viel schaffen, aber es war nie Zeit. Also eigentlich der größte Nervfaktor war A, mangelnde Zeit und B, wie lange brauchen wir denn eigentlich für den Flughafen? Ich wurde immer wieder gefragt, wann wird er eröffnet, und dann zu versuchen, diese Zeit zu kalkulieren, das war etwas, was mich eigentlich am meisten genervt hat. Dass vieles nicht funktionierte und man teilweise es 3-4 Mal bauen musste, war eigentlich eher fast nebensächlich im Vergleich zum Nervfaktor wie dieses Thema Zeit. Also diese Frage ist sicherlich in den Top 3 der meistgestellten Fragen hier zum Flughafen, aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ein bis zu 2 Kilo schweres Flugzeug, was mit 1 Meter pro Sekunde fährt und in gewissen Situationen auch aus Sicherheitsgründen in so kurzen Stücken, also etwa 5 cm abgebremst werden können muss. Es soll dann nicht von der Stange fliegen und die Stange soll nicht brechen. Das heißt, wir brauchen ein Material, was flexibel ist, aber niemals bricht. Und das geht einfach nur mit den Stahlstangen, die wir verwenden. Wir haben kein einziges Material gefunden, was durchsichtiger ist als diese Stangen, was irgendwo diese Kriterien erfüllt. In der Bauphase war das Publikum ganz wichtig für unser Feedback, was wir irgendwie auch teilweise brauchten. Wo wollen wir hin, wie weit müssen wir gehen und so weiter. Und es hat einfach sehr geholfen, vor Publikum zu bauen, den Stimmungen zuzuhören, um zu wissen, wo ist das Ziel eigentlich. Und jetzt, wo die Anlage fertig ist, scheint es uns auch zu beweisen, dass wir das Ziel irgendwie grob erreicht haben, denn es ist so, dass die Reaktionen viel, viel positiver und durchgehend positiver sind, als wir dachten. So Sachen wie zum Beispiel Space Shuttle, wo wir am Anfang Sorgen hatten, dass wir zu klischeehaft sind oder dass das quatschig ist. Jedes Mal, wenn die Space Shuttle rausgeschossen kommt, ist die Reaktion im Publikum so großartig, zwischen Gelächter, zwischen Klatschen oder einfach nur Freude. Ab und zu auch mal ein Schütteln in den Kopf, aber oft mit dem Grinsen dann, zeigt uns wirklich, dass auch die Space Shuttle-Idee richtig war. Und vor allen Dingen, wir haben Defekte, das kommt immer mal vor. Zum Glück nicht sonderlich lang, aber wenn wir dann auf die Anlage müssen und etwas reparieren und man eigentlich damit rechnet, vielleicht jetzt ganz viele mürrische Gesichter zu sehen, die sagen, warum geht das hier nicht weiter? Man am Ende aber eigentlich in lächelnde Gesichter guckt, die klatschen, wenn dann der nächste Start kommt, dann sieht man irgendwie, eigentlich muss man aufpassen, dass man nicht abhebt bei dieser positiven Reaktion. Und es hat unheimlich viel Motivation geschaffen bei mir, vor allem in den letzten Monaten und bei uns allen, noch weiter zu bauen, noch besser zu werden. Tatsächlich viele Ideen, die irgendwo auf der Liste standen, vielleicht sogar nachträglich noch umzusetzen. Weil einfach wer so viel Feedback für seine Arbeit kriegt und so viel Freude, die man damit auch teilen kann, der muss einfach so wie wir hochmotiviert durch den Tag laufen und sich an diesem Job weiterhin riesig erfreuen. Für die Beantwortung dieser beiden Fragen muss ich einen kleinen Tick ausholen, denn wir wollen 45 Flugzeuge bauen. Kommen wir jetzt zu den Flugzeugen. 33 haben wir fertig, fehlen also noch 12. Wir haben oben seit letzter Woche eine CRJ-700 als nächstkleinere Generation laufen. Die sieht noch nicht perfekt aus, aber sie hat uns zumindest schon gezeigt, dass wir die kleinere Generation mal starten können. CRJ-700 kommt, die BAE-146-8 und die Embraer-170, die haben wir uns schon entschieden und ausgesucht, dass wir die als nächstes bauen. Die Fluggesellschaft müssen wir uns jetzt mal überlegen. Mit British Airways sind wir soweit durch, dass die Concorde in ihrem Design fliegen darf. Dann haben wir noch eine 747 offen, das wird wahrscheinlich eine United oder eine Qantas, sind wir uns noch nicht sicher. Dann haben wir hier die 747, das wird eine Jade. Weiterhin fertig A330-200, 340-300 und A300 Fracht. Bei diesen Maschinen sind wir uns aber noch nicht sicher, welches Design es wird. Ganz offen, also überhaupt noch nicht angefangen zu bauen und noch nicht entschieden, was es wird. Wir könnten noch 1-2 757-200 oder 300 und oder 1-2 767-200 oder 300 bauen. Da müssen wir noch mal schauen, was es wird. Fertig und in der Lackierung und in den nächsten Wochen endlich hier wird noch eine 737-800 Winglets von TUI Fly sein in dem ganz besonderen ICE-Design. Und das ist sozusagen die grobe Liste dessen, was so als nächstes ansteht. Nach 45 wird es ein bisschen eng, denn ich habe nur 36 Parkpositionen. Und da kommen wir zu dem Thema, warum eine UPS am Hauptterminal gesichtet wurde. Ganz einfach. 45 Flugzeuge haben halt nicht alle Platz. 4 Frachtpositionen haben wir. Die UPS war an dem Tag die 5. Frachtmaschine, die raus wollte. Steht im Flugplan schon, pünktlich, würde jetzt landen. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder Fahrstuhl runter, hinten anstellen, dann kommt sie 1 Stunde später erst wieder raus, war 3 Stunden nicht auf dem Flugplatz zu sehen, finde ich nicht so schön. Also habe ich mich momentan dafür entschieden, in so einem Fall darf sie sich eine für ihren Typ passende Position am Hauptterminal als Ausweichposition aussuchen
und sich dahinstellen. Meinetwegen wird sie nur nachgetankt oder ähnliches. Das ist sozusagen ein kleiner Kompromiss. Auch eine der am meisten gestellten Fragen und es gibt eigentlich nur eine Antwort drauf. Gut. Nimmst du den und ich den? Ja, ne? Naja, bevor jetzt einige sagen, er hat heute den Kasper gefrühstückt. Man kann zusammenfassen, die Schiffssteuerung ist immer noch ein Problem. Es läuft eigentlich so wirklich ganz gut, es ist Schiff. Ich glaube, dass niemals wir mit dem Computer die Schiffe so gut fahren werden wie aus menschlicher Hand. Aber das Projekt ist immer noch nicht auf Eis, aber es ist noch nicht so weit. Und wir brauchen alle ein klein bisschen Erholung, bis wir loslegen können. Wir wollen auch noch den zweiten Stock komplett bauen, wollen da auch technische Komponenten verändern. Vielleicht ziehen wir das sogar noch vor. Aber es wird mit der Schiffssteuerung irgendwann weitergehen. Wir werden auch eine der nächsten Folgen, vielleicht noch nicht so bald, von Gerrits Tagebuch auf dieses Thema mal umschwenken. Zumindest mal einen wirklich ausgiebigen Stand bringen. Wo stehen wir eigentlich? Aber man kann sagen, dass das Thema Schiffssteuerung sicherlich irgendwann kommen wird, aber noch ein bisschen braucht. Hier stehen wir im zweiten Stock. Hier entsteht unser neues Restaurant, der ganze neue Eingangsbereich und Shop. Das ist für uns sozusagen unser größter aktueller Bauabschnitt. Aber auf der Anlage geht es weiter. Da, wo jetzt die Modellbauer arbeiten, gegenüber von der Schweiz, der Ring, fängt mit Italien an. Eventuell geht Italien auch ein Stück weiter. Da planen wir gerade. Danach wird Frankreich kommen und danach Großbritannien. Das ist soweit sicher. Die Details und so, was wir genau in Italien vorhaben, da sind wir selbst noch gerade momentan am Planen und Entscheiden. Und sobald das spruchreif ist, werden wir es natürlich erzählen. Wir hatten in den letzten 2,5 Monaten viele kleine, aber eigentlich nicht erwähnenswerte Zwischenfälle, aber einen großen Unfall. Der war vor wenigen Tagen und da der so besonders war, zeige ich euch einfach mal die Bilder des Tages danach. Der macht irgendwie Fehler. Der fährt nicht mehr richtig geradeaus. Könnt ihr mal gucken, ob irgendwie mit dem Bugrad was nicht stimmt? Ah ja. Könnte das vielleicht was mit den Stangen zu tun haben? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das mal als Einstieg in ein sehr leidiges Thema, das uns den ganzen Tag beschäftigt hat. Aber jetzt haben wir eigentlich die Lösung gefunden, denn wir haben gestern Abend einen schweren Unfall gehabt. Man sieht ihn hier, dieses Flugzeug hat sich an der Tarnung oder irgendwo anders dran zerlegt. Gestern Abend, 19.14 Uhr genau ist es passiert. Wir sind daraufhin hierher, haben erstmal versucht, erste Unfallaufnahmen zu machen und erste Analysen zu machen und standen bis heute Morgen, gut, die Nacht stand eher so im Motto reparieren, was kaputt gegangen ist, die Stangen sind komplett verbogen. Aber das größte Problem war, wir wussten überhaupt nicht, was passiert ist. Denn das Einzige, was wir wissen, ist, dass das Flugzeug in der Tarnung, in dem Raum der Tarnung zerschellt ist und der Computer es erst gemerkt hat, dass ihm das Flugzeug verloren gegangen ist, als es aus eigener Kraft von der Startbahn runterfahren sollte. Das ist ungewöhnlich, denn es sind diverse Sicherheitsmechanismen, die da eine Rolle spielen. Das Flugzeug fährt vom Lift runter aus eigener Kraft auf die Landeposition, wo es aufgespießt werden soll. Dann kommt der Schlitten und sucht das Flugzeug. Da der Schlitten das Flugzeug gefunden hat, muss es auch sauber gerade da gestanden haben. Dann wird es aufgespießt mit beiden Stangen und es wird überprüft, ob Strom durch die Stangen fließt und das Flugzeug durch, sprich, ob das Flugzeug wirklich auf den Stangen ist. Das wird ab 3 cm Höhe durchgehend geprüft. Hat anscheinend auch nicht angeschlagen. Dann wird es durch das Fenster gelandet. Das Fenster wird ständig die Stangen synchron zum Fenster 20 mal in der Sekunde geprüft, ob da irgendwas abweicht, ansonsten Nothalt. Meldet sich der Computer bei den Antrieben nicht? Nothalt. Melden sich die Antriebe beim Computer nicht? Nothalt. Sprich, wir standen hier gestern. Ab 9, 10 Uhr haben wir angefangen zu forschen, weil halt die Angst mitflog, ob es wieder passiert. Da kann man gerne die ganze Nacht reparieren, aber wenn es am gleichen Tag gleich wieder passiert, das wäre nicht so schön. Dann freut einen umso mehr, wenn man tatsächlich eine Lösung findet. Denn wir haben hier lange probiert, alle Ideen durchgespielt, bis eine passte. Warum das passiert ist, müssen wir den Programmierer gleich mal fragen, aber das später. Passiert ist, dass die Stangen neben dem Flugzeug hochgegangen sind und nicht in den Rumpf eingespießt haben. Dadurch wurde das Flugzeug hier hinten hintergreifend nach vorne gezogen. Diese Stelle ist auch sehr stabil. Die vordere Stange hat verhindert, dass das Flugzeug so weggehen kann. Es hatte nämlich schon einen Linkstrahl, schlägt dann unter sehr kräftigem Zug hier vorne ein. Das erklärt den Kratzer, der hier einmal am Bug lang geht, dreht sich, fängt dabei an zu rollen und die erste Tragfläche bricht ab. Da sieht man nämlich auch, das Winglet, schwächste Stelle, ist abgebrochen. Das heißt, die Tragfläche ist nicht durch einen Schlag von oben oder so abgebrochen, sondern durch ein Aufschlagen auf der Straße. Das Flugzeug kommt ins Rollen. Da sieht man, dass die Stange, die das zieht, jetzt unter dem Flugzeug ja bleibt, aber das Flugzeug so mitnimmt und hier diese Furche reinmacht. Das haben wir mit dem Mikroskop sozusagen bewiesen, dass diese vordere Stange die erste Riefe ist und die hintere
die zweite. Denn das Flugzeug klemmt jetzt hier fest. Zweite Stange rutscht lang. Es wird dabei angehoben, weil die Stangen sich so biegen und das Flugzeug nach oben drücken. Trotzdem reicht es noch, dass es eine zweite Furche von der hinteren Stange gibt. Danach fällt das Flugzeug runter und bricht die zweiten Flügel ab. Zu 98% haben wir uns entschlossen, war es das. Das macht uns sehr entspannt, weil wir jetzt wirklich sozusagen sicher und sorglos weiterfliegen können. Kannst du mal kurz hoch, schnurrbart? Warte, okay. Na gut. So, kann losgehen. Läuft? Okay. Naja, also ich habe schon Angst und möchte irgendwie nicht erkannt werden, aber also ja, der Auftrag war ja, das Flugzeug soll auf der Stange sein. Und kann gerade nicht. Das Flugzeug soll halt auf der Stange sein, das überprüfe ich, aber ich habe halt nicht überprüft, dass wenn gar kein Flugzeug da ist, dann auch wirklich kein Flugzeug da ist. Das heißt, diese Platine, die sagt uns ja, ist ein Flugzeug da, aber ja, wenn die kaputt ist, so wie jetzt, dann sagt die das halt immer und ich ändere das, ja, und es tut mir auch leid, aber es war ja halt so, es war ja keine Zeit und wir wollten eröffnen und ja, klar, tut mir leid. Nee. Also, um nochmal im Klartext zusammenzufassen, was die Knuffinger Luftfahrtunfallbehörde ermittelt hat, zu 99,9% war das Flugzeug beim Hochfahren nicht auf den Stangen. Die Steuerplatine, die das meldet, war defekt. Ich habe das nicht überprüft, weil ich auf die Idee nie gekommen war, ist schon geändert. Und dann ist das Flugzeug losgelandet und zwischen die Stangen und der Tarnung wirklich zerquetscht worden. Einfache, kleine Ursache, große Wirkung, langer Weg dahin ist herauszufinden. Ich hoffe, das bleibt unser letzter großer Unfall. Ansonsten werdet ihr es in einem der nächsten Folgen von Gerrits Tagebuch sehen. Ich freue mich auf die Folgen, nicht auf Unfallberichte und sage bis dahin, tschüss.